Wir haben heute gemeinsam mit Auszubildenden der VGH die Ente für das berühmte Hannoveraner Entenrennen gestaltet. Der Entwurf beabsichtigte, eine Punkerente zu bauen, mit Hahnekamm, kariertem Trikot. Die Idee dahinter ist, dass die natürlich ein bisschen besser auffällt. Die Ente nimmt auch an einem Schönheitswettbewerb teil, wo eben bewertet wird, wie die Ente aussieht. Mit den Farben haben wir uns einfach gedacht, blau, rot, weiß sind die VGH-Farben und da wird das Unternehmen ganz gut repräsentiert. Die Zusammenarbeit war sehr überraschend. Die Azubis waren erstaunlich motiviert, waren handwerklich schon recht fit und haben eben gut mitgearbeitet. Hat Spaß gemacht. Für das Entenrennen erhoffe ich mir natürlich, dass wir für beide Wettbewerbe, einmal den Schönheitswettbewerb und das Entenrennen auf dem Maschsee, den ersten Platz holen, damit wir den größten Gewinn erzielen können und so viel wie möglich spenden können.